Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In meinem heutigen Video geht es um meine latest Pickups. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es um meine latest Pickups. Ich habe mir ein paar Sachen gekauft und die gehe ich einfach mal mit euch durch. Zeige euch, was ich gut daran finde, was ich schlecht daran finde. Und ihr kennt das Übliche, ich rede nie um den heißen Brei, ich zeige direkt Sachen, deswegen los geht's. Fangen wir an mit Piece Nummer 1 und Piece Nummer 1 ist jetzt kein besonderes Fashion-Piece. Ist natürlich immer eine Ansichtssache, jeder kann das mit Sicherheit oder der eine oder andere kann das mit Sicherheit auch gut stylen. Und zwar ist das eine Jogginghose von Zara. Die ist sehr, sehr nice, muss ich sagen. Und das Angenehme ist einfach, die hat einen super, super angenehmen, richtig schönen, weichen Stoff. Und ich finde, bei Jogginghosen ist es wirklich extrem wichtig, dass die einfach, ja, dieser Wohlfühlfaktor muss einfach da sein. Ich habe euch ihr werdet diverse Pieces hier drin finden, die ich auch in meinen 10 Favorite Pieces der Woche euch vorgestellt habe, bzw. vorgeschlagen habe, die ihr mal auschecken sollt. Die habe ich mir einfach teilweise auch selber bestellt, weil ich gebe da einfach nur ehrliche, quasi Empfehlungen ab. Und die Sachen, die ihr da seht, die gefallen mir meistens auch persönlich selber sehr, sehr gut. Deswegen, hier findet ihr viele Sachen einfach wieder und dementsprechend könnt ihr jetzt auch immer schauen, wie das Ganze in echt aussieht. Die Jogginghose habe ich auch quasi vorgeschlagen und wie ihr seht, sie sitzt relativ, ja, normal, nichts Besonderes, aber sie hat einen super angenehmen Stoff und ich kann jedem nur empfehlen, der wirklich eine ideale Jogginghose, also ich kann das wirklich schlecht beschreiben vom Material, es ist super weich und sehr, sehr angenehm. Dementsprechend, wenn euch der fit und ihr sowas sucht, checkt das gerne ab. Link ist wie immer unten in der Infobox. So Leute, dann kommen wir zu Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 habe ich euch auch empfohlen. Und zwar ist das die Plissé-Hosen, die es gerade bei Zara wieder gibt. Und zwar auch hier, muss ich sagen, ist sehr gut. Also mir gefällt sie echt gut. Schöner Colorway, ein schönes Beige, so ganz leicht verwaschenes Beige. Nicht so gelblich, sondern so eher in die gräuliche Richtung. Wirkt unheimlich angenehm zu tragen, hat einen coolen Fit, hat so dieses typischen Plissé-Fit. So, ich habe natürlich auch eine originale Plissé-Hose, man merkt schon den Unterschied, aber ich muss sagen, für den Preis kann man da echt nichts sagen. Ist super angenehm zu tragen, hat einen geilen Fit und gibt es in verschiedenen Farben. Kann ich jedem nur empfehlen, weil jetzt Richtung Frühling, Sommer eine coole Hose sucht, eine lange Hose, kann die auf jeden Fall abchecken. Die ist echt nice und naja, das Plissé-Muster ist zwar ganz cool, aber ist natürlich kein Vergleich zum Originalen. Trotzdem, Empfehlung ist auf jeden Fall da, weil Preis-Leistung einfach passt. Und wer sowas sucht und sowas haben möchte, checkt das gerne ab. Die gibt es gerade aktuell auch bei Zara. So, dann haben wir mein nächstes Piece. Und das nächste Piece ist von Empeze Ross. Und zwar habe ich mir diesen Zipper-Hoodie hier geholt, mit in diesem Grau meliert. Ich muss sagen, bin ich sehr von überzeugt von den Zipper-Hoodies. Ich habe den auch noch in dem dunklen Colorway, in so einem dunkelgrau, verwaschenen Schwarz fast schon. Und den trage ich wirklich sehr, sehr häufig, so wenn es so ein bisschen lässiger sein soll, einfach nicht so förmlich. Und ich muss sagen, bin ich sehr von überzeugt. Ich muss allerdings auch zugeben, die haben irgendwas an der Kapuze verändert, denn die Kapuze fällt nicht mehr so schön wie vorher. Die wirkt irgendwie ein bisschen größer, dadurch liegt die meistens platt hinten auf. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, von der Verarbeitung, vom Material, von der Dicke, wie sich das Ganze trägt etc. ist das wirklich ein sehr, sehr geiles Piece. Ich mache bei mir immer unten dieses Peso-Metall-Patch ab. Ich mag das einfach nicht, ist jetzt nichts gegen Peso. Ihr habt ja hier, man hat ja hier auf dem Zipper auch nochmal Peso draufstehen. Und ich kommuniziere das ja auch offen, dass es eine Peso-Zipper ist. Dementsprechend ist ein sehr, sehr geiles Piece und auch jeder, der mich fragt, dem empfehle ich das. So ist das nicht gemeint, nur ich mag das eher clean und dementsprechend habe ich das Ganze bei mir einfach abgemacht. Es sind einfach nur zwei Fäden, die ihr durchschneiden müsst und dann könnt ihr das rausnehmen, falls ihr darauf aus seid. Trotzdem ein sehr, sehr cooler Zipper, muss ich sagen, vom Material, vom Fit, wirklich genau das, was man erwartet. Haben die sehr gute Leistung quasi wieder rausgehauen. Dementsprechend super zufrieden damit. Wer sowas möchte, auch hier findet ihr den Link unten in der Infobox. So, dann haben wir hier etwas auch von Zara und ich muss sagen, ich mag dieses Piece extrem sehr. Ich habe das auch in meinen letzten Favorite Piece der Woche vorgeschlagen und zwar ist das einfach so ein, ja, wie so ein Training-Zipper. Eigentlich, wenn man das zusammen sieht, könnte es wie ein Trainingsanzug aussieht. Wenn ihr aber jetzt nur die Jacke oder die Hose, ist es einfach nur eine lässige Jogger oder halt eben dementsprechend diese Jacke, die man einfach ganz cool, finde ich, kombinieren kann in verschiedenen Outfits. Und hat auf jeden Fall was, hat so ein bisschen diesen College-Vintage-70er-Jahre-Flair mit drin. Gefällt mir sehr, sehr gut. Bei der Jacke, wie ihr hier seht, habt ihr an den Seiten diese Streifen. Und die übertragen sich also hinten. Hier habt ihr so einen helleren Beige-Streifen, dann so einen dunklen Beige-Streifen.
und bei der Hose, ich hänge die Jacke mal auf, überträgt sich das und hat ein sehr cooles Material, muss ich sagen, einen nicen Fit, gute Länge. Ich meine, es ist immer größenabhängig. Ich bin jetzt 1,80 Meter groß. Bei mir sieht es, also mir persönlich gefällt es. Wenn jemand größer ist, kann das schon ein bisschen zu cropped aussehen. Aber ich finde, es ist eine sehr coole Kombo. Und wer sowas sucht, mal ein bisschen was außer der Reihe und gerade auch das Thema Grün. Ich habe das schon diverse Male gesagt in meinen letzten Videos. Das ist auf jeden Fall eine Farbe, die ich dieses Jahr auf jeden Fall sehr, sehr häufig vertreten haben werde in meinem Kleiderschrank. Finde ich sehr cool. Dementsprechend den Jogger von Zara kann ich, also Jogger, wie man es auch immer nimmt, diesen Lessing-Anzug kann ich auf jeden Fall auch nur empfehlen. Sehr, sehr nice. Ja, Piece Nummer 4. So, dann kommen wir zu etwas, was ich mich auf jeden Fall freue zu tragen. Und ihr seht, diese Farben wiederholen sich bei mir so ein bisschen. Und zwar ist das Graumeliert, Grün, Beige-Töne. Das sind so einfach so Farben, die ich im Moment einfach häufig sehe, die mir sehr gut gefallen. Und dementsprechend bestelle ich mir das Piece. Und zwar ist das, ja, wie soll man sagen, wie so ein Stehkragenpullover von Abercrombie & Fitch. Und ich bin auch schwer überrascht von der Qualität. Ist cool vom Fit, hat was. Was mir jetzt nicht so mega gut gefällt, was der Pulli aber hat, ist hier unten wie so ein, ja, wie so ein Känguru-Beutel nochmal seitliche Taschen drin. Das hätte jetzt nicht sein müssen, hat er aber, fällt auch nicht riesig groß auf. Und wenn man das Ganze, und da muss man auch immer darauf achten, wenn man das Ganze trägt, nicht so sehr überlädt, hält sich das Ganze auch flach. Wenn man natürlich viel immer hier reinlädt, dann setzt sich das irgendwann ab und dann finde ich, sieht das auch nicht mehr schön aus. Ich würde da jetzt zum Beispiel nichts reintun, vielleicht mal, ich sag mal, mein Portemonnaie oder so für ein paar Sekunden, wenn ich das einfach aus der Hand legen muss oder so. Aber ansonsten gefällt er mir sehr, sehr gut, hat eine gute Dicke. Ist natürlich nicht so dick wie jetzt zum Beispiel der Peso-Zipper, aber es ist eine schöne, angenehme Dicke jetzt gerade Richtung Frühling. Und ich mag den Look einfach und ich zeige euch noch das Piece, was ich dazu kombinieren würde, was ich dazu gekauft habe. Und das ist auch von Abercrombie & Fitch. Und zwar ist das diese grüne Weste. Die ist wirklich grün-grün, also jetzt nicht ausgewaschen grün oder Militärgrün oder Oliv oder sonstiges. Die ist grün-grün. Finde ich sehr nice. Preis-Leistung. Ich würde sagen, ist ein Ticken zu teuer, hat jetzt gekostet knapp 100 Euro. Finde ich persönlich, könnte man auf jeden Fall irgendwo was anderes günstigeres finden. Trotzdem habe ich sie jetzt bestellt und auch der Fit ist auf jeden Fall nice. Ja, grüne Westen findet jetzt man auch nicht an jeder Ecke, deswegen habe ich das Ganze mal gemacht. Ob ich sie behalten werde, die zwei Sachen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Ich bin noch am Überlegen, ich habe die Tüten noch da, aber ich habe das Ganze mal anprobiert, um zu gucken, wie das Ganze sitzt und mir gefällt es wirklich gut. Allerdings muss man sich auch immer die Frage stellen, trägt man das häufig oder ist das immer so ein One- oder Two-Piece, was man vielleicht ein-, zweimal trägt? Da bin ich immer ein bisschen unentschlossen, weil wenn es um solche Sachen geht, die ich wirklich häufig trage oder wo ich weiß, dass ich sie häufig tragen werde, dann bin ich da immer fein mit, sowas zu behalten. Aber wenn ich jetzt sage, hey, das ist gerade nur so eine Flaute, die mir quasi im Kopf rumschwirrt und ich trage das dann nicht so häufig, dann ist es immer, ja, dann ist es immer schwierig. Dann bereut man das im Nachhinein, wenn man es gekauft hat. Ich weiß es in dem Fall noch nicht, aber ich finde sie gut und dementsprechend kann ich auch da eine Empfehlung aussprechen. Wer sowas sucht, kann das gerne abchecken. Sind auf jeden Fall coole Pieces und hätte ich jetzt nicht erwartet. So, dann kommen wir zu etwas, was ich eigentlich auch gut feiere, muss ich sagen. Und zwar ist das ein, ich habe eigentlich, ich weiß gar nicht, ob ich einen habe. Ich glaube, einen habe ich, aber der sitzt ganz anders. Und zwar ist das ein schwarzer Anzug von Zara, der so ein bisschen lockerer geschnitten ist, jetzt nicht ganz so eng geschnitten ist. Ich bin eigentlich mehr so der Figur betonte Typ, der, wenn es ums Anzüge geht, also die müssen schon gut sitzen. Aber ich habe den jetzt hier einfach mal ein bisschen lässiger geholt und ich muss sagen, gefällt mir echt gut. Kann man auch ein bisschen schicker stylen etc., wie man das möchte. Ich bin auch immer ein Fan, das ganze Ton und Ton zu tragen, damit schwarzen Schuhen und einem schwarzen T-Shirt. Es muss nicht immer ein Hemdchen sein, da bin ich jetzt nicht so immer für, das kann man mal machen, aber ich finde, wenn man den Anzug auch ein bisschen lockerer stylen möchte, kann man dazu auch mal ein T-Shirt anziehen, das finde ich, sieht immer sehr gut aus, oder ein Polohemd, dann aber Ton in Ton, finde ich, passt immer sehr, sehr gut. Und ich muss sagen, Preis-Leistung passt, also der Anzug ist gut, ich muss ihn trotzdem noch ein bisschen anpassen lassen, weil zum Beispiel meine Ärmel sind ein bisschen zu lang etc., das muss man immer einberechnen, der Anzug ist echt günstig, wenn man im Vergleich dazu anderen qualitativ hochwertigere Marken sieht, trotzdem finde ich, man darf jetzt auch nicht allzu viel erwarten, ist halt ein Zara-Anzug, was jetzt nicht schlecht sein soll,
aber man kriegt halt auch nicht die krasseste oder die besten Schnitte oder die krasseste Qualität, die man quasi haben möchte. Aber ich finde, Preis-Leistung passt. Ich habe das in meinen letzten Videos schon öfters gesagt. Die Zara hat sich da auf jeden Fall gesteigert und ich bin da echt schwer überrascht. Also ich war früher wirklich nicht ein Verhasser oder so, so darf man das Ganze nicht sehen, aber ich war immer relativ enttäuscht von Zara Sachen, weil die T-Shirts etc. nach einmal waschen, haben sie sich einfach verzogen etc. und dann habe ich die Sachen da auch einfach nicht mehr gekauft. Und mittlerweile haben die das Ganze einfach schon gebessert. Die Sachen kann man tragen, kann man kaufen und auch langlebiger einsetzen und stilgerecht einsetzen. Und dementsprechend kann ich da auch eine Empfehlung aussprechen. Deswegen Anzug hier von Zara ist nice. Wer sowas sucht, einen coolen Anzug, checke ich auch einfach mal den Link aus. Den findet ihr auch unten in der Infobox. So Leute, und dann zu guter Letzt noch etwas, was ich euch jetzt gar nicht angezogen zeigen kann, also eingeblendet, weil die Hose ist gerade beim Schneider. Und zwar ist das ein, dieser Anzug, den ich euch von Suit Supply gezeigt habe. Und ich muss sagen, dieser Leinenanzug in diesem braunen Stoff, sehr, sehr nice. Gefällt mir übertrieben gut, Qualität etc. Es ist halt Leinenmaterial, es ist relativ durchsichtig. Man sieht das Ganze auch, dass es relativ dünn ist. Trotzdem wirklich ein sehr geiles Piece. Suit Supply hat mich noch nie enttäuscht, muss ich sagen. Ich bin einfach ein riesen Suit Supply Fan, wenn es um Anzüge geht etc. Und hier hat man hier einfach so einen Casual-Anzug, haben die gebastelt bzw. gebaut. Finde ich sehr nice. Hat auf jeden Fall was Klassisches, hat aber auch was Lockeres. Kann man gut für den Sommer, für den Frühling einplanen. Kann man cool mit anderen Farben kombinieren, ob es jetzt beige ist oder weiß oder ich sag mal auch schwarz. Ich weiß noch nicht genau, da werde ich mich so ein bisschen probieren. Die Sachen sind wirklich individuell einsetzbar und ich bin mega happy mit dem Piece. Leider kann ich euch jetzt noch nichts einblenden, aber da kommt demnächst mal ein Video darüber und zeige ich euch da auf jeden Fall noch, wie das Ganze sitzt. Und wenn nicht, findet ihr auch wie immer Fotos auf meinem Instagram-Kanal, den könnt ihr gerne auch mal abchecken. Da poste ich auch relativ regelmäßig Styling-Fotos etc. oder Reels oder sonstiges, Shorts, ja. So Leute, das war's mit den Pieces. Ich hoffe, euch das Ganze gefallen. Wie gesagt, das waren jetzt meine latest Pickups. Ich habe jetzt nicht die Louis Vuitton-Schuhe mit reingenommen etc., sondern einfach nur die normalen Sachen, die ich hier zuletzt einfach gekauft habe. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, wie die ganzen Sachen sitzen. Wie gesagt, habt ihr gesehen. Links auch wie immer unten in der Infobox. Und wenn ihr Bock habt, mehr auch von den Videos, dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren. Und einen Kommentar da lassen, da würdet ihr mich auch riesig unterstützen. Das hilft dem Algorithmus immer ein bisschen. Und dann sage ich mal, Peace, Leute. Ciao.